In dieser Episode der X-Files schauen wir uns an, was die häufigsten Fehler sind, die auftreten können, wenn Sie sich mit dem Login-Server verbinden, welche Fehlermeldungen Sie bekommen, grob was sie bedeuten und was Sie tun können, damit Sie die vermeiden. Und da die Verbindungsaufnahme mit dem Login-Server unter Terminal und PuTTY unterschiedlich läuft, gibt es auch unterschiedliche Fehlermeldungen und deshalb illustriere ich das jetzt zunächst mal für das Terminal-Programm und danach für das PuTTY-Programm. Unter dem Terminal geben Sie ja zur Verbindungsaufnahme ein SSH, das ist der Befehl zum Aufbau einer Secure Shell Verbindung. Dann geben Sie Ihren Benutzernamen ein, @login.fu-berlin.de. Und wenn Sie sich hier irgendwo vertippt haben nach dem @-Zeichen, beispielsweise wenn Sie da eingeben .der, so zur Illustration, bekommen Sie diese Fehlermeldung. Der Servername kann nicht interpretiert werden, er wird nicht gefunden, den gibt es nicht. Ist klar, .der gibt es nicht, kann also da auch nicht gefunden werden. Ein weiterer beliebter Fehler, gerade am Anfang, ist, dass Sie zwischen dem Befehl SSH und dem Pfad zu Ihrem Userspace auf dem Login-Server kein Leerzeichen lassen. Dann bekommen Sie diese Fehlermeldung. Das bedeutet, der Befehl konnte nicht gefunden werden, denn SSH ist der Befehl und damit die Shell hier den Befehl erkennen kann, müssen Sie ein Leerzeichen lassen. Sonst interpretiert die Shell den ganzen String als Befehl und den gibt es nicht. Dementsprechend kommt diese Fehlermeldung. An dieser Stelle ist auch wichtig zu erwähnen, dass der SSH-Befehl und der SH-Befehl, den Sie kennen aus dem Tutorial, um die Einstellung zu setzen, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Die erwarten unterschiedliche Argumente. Das heißt, wenn Sie hier statt SSH nur SH eingeben, würden Sie auch eine Fehlermeldung bekommen. Ein weiterer Fehler, der auftreten kann, ist, wenn Sie eingeben SSH, dann Ihren Benutzernamen, login.fu-berlin.de. Schaut alles normal aus. Sie werden zur Eingabe des Passworts aufgefordert, geben das Passwort ein, wird nicht angezeigt. Sie drücken Enter und bekommen dann vom Server folgende Rückmeldung, nämlich dass der Zugriff auf den Server verweigert wurde. Was ist passiert? Der Server gibt diese Warnmeldung zurück, wenn er die Kombination aus Nutzername und Passwort nicht erkennen kann, wenn sie nicht zuordnen kann. Das heißt, in diesem Fall habe ich den Nutzernamen korrekt eingegeben, nämlich alles in Kleinbuchstaben, so erwartet das der Server auch. Das heißt, ich muss mich offensichtlich beim Passwort vertippt haben. Ich bekomme jetzt hier aber die Möglichkeit, das Passwort nochmal einzugeben. Das mache ich nochmal. Enter. Und dann hat es auch funktioniert. Also vorausgesetzt, ich habe mich nicht vertippt, dann bekommen Sie hier den Verbindungsaufbau. Das heißt, unter den Terminal-Programmen ist in der Regel, haben Sie sich irgendwo vertippt. Sie haben entweder ein Leerzeichen vergessen oder das Passwort falsch eingegeben. Das sind so die häufigsten Fehler. Das heißt, Sie können das immer wieder neu tun. Beim Passwort haben wir gesehen, Sie kriegen die Möglichkeit, das nochmal einzugeben. Bei allen anderen Fehlermeldungen springen Sie in der Regel automatisch zu dem Status zurück, in dem Sie sowieso waren, dann können Sie es nochmal eingeben und den Tippfehler berichtigen. Wenn Sie irgendwo sind und es geht gar nicht so wirklich zurück, ist auch Steuerung C unter den Terminal-Programmen immer eine gute Möglichkeit, Prozesse abzubrechen bzw. zum Stand von davor zurückzukehren. So, analog dazu, was kann speziell unter PuTTY falsch laufen? Das illustriere ich einmal kurz mit folgendem Beispiel. Ich gebe meinen Benutzernamen ein. Drücke Enter, werde nach dem Passwort gefragt, gebe das Passwort ein und bekomme dann diese Fehlermeldung, dass der Zugriff auf den Server verweigert wurde. Das kann zwei Gründe haben. Zum ersten kann ich mich beim Benutzernamen vertippt haben oder beim Passwort. In dem Fall weiß ich, das ist mein Benutzername und dann muss ich mich also beim Passwort vertippt haben und das weiß ich, weil ich mich gerade absichtlich vertippt habe, um das zu illustrieren. Wenn das passiert, müssen Sie eigentlich nicht so wahnsinnig viel tun, das ist nicht schlimm. Sie geben das Passwort einfach nochmal ein. Sie haben ja hier nochmal ein Eingabefenster, drücken die Enter-Taste. Das Passwort ist korrekt, ich bin verbunden. Ein etwas anderer Fall ist, ich schließe mal das Programm, um das zu illustrieren. Sie verbinden sich mit dem Server und geben den Benutzernamen mit einem Großbuchstaben ein. Das Passwort. Das dürfte auch das Richtige sein, aber hier ist natürlich klar, ich habe den Benutzernamen nicht so eingegeben, wie er vom Server verlangt wird, nämlich in alles in Kleinbuchstaben. Das heißt, hier kann ich auch nicht wirklich viel tun, außer das Programm zu schließen und dann neu zu starten und den Benutzernamen richtig einzugeben.